habe gerade richtig Angst gehabt, dass hinter mir irgendwas ist. Eben, das war schon das dritte Mal vorhin, dass ich das Gefühl hätte, das Gefühl hatte, dass ich was gesehen habe. Und aber wie gesagt, immer nur so aus dem Winkel nämlich was war. Nie sowas wirklich Deutliches. Die Musik eben schon wieder. Richtig gruselig. Müssen wir jetzt in die Höhle rein, oder? Will ich da rein? Ja, gut, so dunkel ist es da gar nicht. Hier überall diese... Nee, jetzt nicht, aber sonst überall diese komischen Zeichnungen. Oh, eine Kerze? Die muss ja auch irgendjemand angezündet haben. Ich meine, so eine Kerze brennt ja auch nicht ewig. Wie lange brennt denn so eine große Kerze? Vor allem hier weht ja auch Wind durch die Höhle. Da kommen wir nicht hoch. Sieht aber auch krass aus. Müssen wir da runter? Okay, ja, da müssen wir runter. Ich dachte gerade eben schon, wir sind gestorben oder irgendwas. Da ging es aber ganz schön runter. Kroch Jacobson so weit? Kann ich die Kratzer identifizieren, die seine Nägel und die Steine ruiniert haben? Folge ich ihm Zelle für Zelle, Zentimeter für Zentimeter? Warum kehrte er sich selbst den Rücken zu und führte die Reise nicht bis zum Aufstieg durch? Boah. Sieht aber mega aus. Oh, warte. Von da sind wir runter? Halleluja. Ah ja, allein das sind ja schon hier. Von da oben bis hier, das könnten locker 10 Meter sein. Unsere Taschenlampe ist kaputt. Hier wieder zwei Kerzen. Also ich glaube, das ist eher mehr so, so eine Art spirituelle Reise, die wir hier machen. Weil die Sachen sind ja alle nicht logisch, die wir hier sehen. Ich meine, der müsste ja locker sich was gebrochen haben, wenn der da runterfällt. Wollen wir das hier unten erstmal erkunden? Ich sah ihn zuerst am Straßenrand sitzen. Ich wartete darauf, dass du aus dem Trümmerhaufen gebracht würdest. Der Wagen sah aus, als wäre er aus großer Höhe fallen gelassen worden. Die Gedärme des Triebwerks ergossen sich auf dem Asphalt. Wie Wasser unter der Erde. Also wirklich mega schön gemacht hier unten. Auch mit diesen ganzen Zeichnungen, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das bedeutet. So Höhlen finde ich allgemein extrem cool. Das ist auch sowas, was ich noch auf jeden Fall gerne mal machen würde, so eine Höhlentour. So richtig mit Führer und so. Oh. Ein Moment, Leute, da mache ich jetzt gerade ein Bild für das Thumbnail von YouTube. Tut mir leid, wenn ich das Ganze jetzt so ein bisschen unterbreche. Ein Screenshot. Ach, ich kann ja eigentlich auch so machen. So. Ja, ja. Mega. Das sieht cool aus, hä? Müssen wir an der Seite... Müssen wir da runterspringen? Ich glaube, wir müssen da runter. Boah. Ist echt krass gemacht. Muss ich schon zugeben. Ich meine, wenn man...
auf sowas muss man ja stehen. Das ist ja nicht, also nicht wirklich, nicht wirklich ein Spiel, sondern eher so eine Reise, die man hier macht. Aber einfach mal das Ganze so stehen zu bleiben und zu gucken, was die hier gemacht haben. Schon krass. Ich meine, guckt euch das mal an. Da. Was ist da drüben? Oder wir sind von da gekommen, ne? Boah. Cool. Einfach cool. Ich will da nicht wieder runterfallen. Jetzt müssen wir das wieder hochlaufen. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass das ein Horror-Game ist und dass man sich hier... Ist das Blut? Und dass man sich hier bewusst irgendwo erschrecken kann. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur ein Erlebnis, das man hier machen kann. Oder ein Erlebnis, was man hier hat. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass ich was gesehen habe. So leuchtende Pilze. Ist da der Ausgang? Nee, noch nicht, ne? Ich glaube, da kommen. Oh Gott. Ist hier. Wenn die Höhlen meine Gedärme sind, muss dies der Ort sein, wo die Steine anfangs gebildet wurden. Die Bakterien phosphoreszieren und steigen auf, singend, durch die Stollen. Alles hier beruht auf Anstieg und Rückgang, wie die gezeigt. Vielleicht ist die ganze Insel tatsächlich unter Wasser. Mega gut gemacht. Wir gehen mal nach oben, oder? Aber ich bin fast sicher, dass es hier nur wirklich so einen linearen Weg gibt, den man laufen kann. Und ein paar Verzweigungen, aber die nie wirklich weit wegführen. Oder zumindest immer wieder zurück zum linearen... zu dem Hauptweg einfach. Aber trotzdem mega gut. Ja, ja, hier geht's, glaube ich, weiter. Überall diese Farbeimer und überall diese Zeichnungen an der Wand, die so leuchten. Was ist das jetzt? Heieiei. Da kommen wir nicht hoch. Das hier kann nicht der Schacht sein, in den sie die Ziegen hineinwarfen. Es kann nicht die Mülldeponie sein, auf der Teile deines Lebens, die nicht verbrennen konnten, endeten. Es kann nicht der Schornstein sein, der dich zum Himmel führte. Es kann nicht der Ort sein, an dem du wieder hinunterregnetest, um die Erde zu befruchten und kleine Blumen in den Gesteinen emporwachsen zu lassen. Wow. Ein paar vereinzelte Buchstaben kann ich erkennen. Glaube ich zumindest. D, A, S, C, O. Oh. Oh mein Gott. Entschuldigung. Also falls das irgendeiner gezeichnet haben muss, der muss ja allein hier auch nicht entdecken. Wie will der denn da rangekommen sein? Hier, was ist das? Huh. Way from... lesen, nee. Vielleicht soll das auch nicht wirklich irgendwas bedeuten. Oh, ich weiß es nicht. Kann ich nicht lesen. Thank you.
müsste. Ab und zu müssen. Können wir nicht. Ein bisschen Luft holen vielleicht mal ab und zu, ne? Aber wenn ich nach oben gucke, schwimmt der auch nach oben. Hätte ich gar nicht da die Tastenbelegung extra verändern müssen für das. Immer noch mega krass. Okay, au. Oh. Wow. Hä? Oh. Okay. Können wir auch noch... Doch, doch. Okay. Gruselig. Aber auch nur wegen dem Wasser wahrscheinlich. Wow. Wow. Entschuldigung, aber da sind wir runtergefallen. Ich glaube, das ist der Ausgang. Ja. Okay. Ja, wir sind aber immer noch... Ah, ne, wir sind draußen. Oh, es ist Nacht geworden. Kerzen, Zelt. Hier, Kerzen. Ganz viel Kleider. Hallo. Hallo. Gehen wir rechts, oder? Ich würde aber trotzdem gerne mal wissen. Ich saß hier und beobachtete zwei Düsenflugzeuge, wie sie parallele weiße Linien in den Himmel einritzten. Sie zeichneten ihren Kurs auf und ich folgte ihnen 21 Minuten lang, bis sie in der Nähe von Sanford abbogen und verschwanden. Wenn ich eine Möwe wäre, würde ich mein Nest verlassen und mich ihnen anschließen. Ich würde meinem Gehirn den Sauerstoff verweigern und an Einbildungen von Transzendenz leiden. Ich würde den Boden von meinem Boot reißen und durch die Autobahnen segeln, bis ich diese Insel noch einmal erreiche. Cool, gehen wir... Oh nein! Was ist das denn? Komm zurück! Okay. Sind wir jetzt... Sind wir jetzt gestorben oder so? Was war das denn? Also ich glaube, man kann hier nicht irgendwie in tiefes Wasser springen, obwohl wir vorhin eigentlich auch getaucht sind und so. Was haben wir hier? Und aufpassen, wo man hintritt. Wenn man da reinfällt. Eine Kerze. Okay. Wieso sollte man da eine Kerze hinstellen?
Gehen wir mal weiter. Gut, da oben sind wir jetzt nicht lang, aber ich glaube, können wir vielleicht nochmal gucken von hier? Nee, also ich glaube, da oben war auch nicht mehr viel gewesen. Oh, da ist wieder dieser Leuchtturm. Dieser Sendeturm. Wir sollten anfangen, unsere eigene Version der Nordküste zusammenzustellen. Wir werden tote Sprachen und elektronische Diagramme hinschmieren und sie verstecken für zukünftige Theologen, damit sie über sie grübeln und murmeln. Wir werden einen Brief an Esther Donnelly schicken und ihre Antwort einfordern. Wir werden die Farbe mit Asche und Asphalt und dem Leuchten unserer Infektionen mischen. Wir malen einen Mond über die Stanford-Kreuzung und blaue Lichter fallen wie Sterne am befestigten Randstreifen. Hä? Ist das ein Baum da oben? Bei der Kerze? Könnte auch ein Busch oder sowas sein. Ich glaube, ich bild mir einfach die Sachen hier nur so ein, oder? Durch die Höhle hier. Sehr schön. Ah, da ist aber nichts mehr, oder? Oh, was haben wir hier? Ein Bild. Ist das Esther? Kaputt ist das Bild. Okay. Ich nehme mal an, dass wir wirklich da hoch müssen und dass das vielleicht sogar unser Ziel ist. Gehen wir mal weiter. Wartet mal, Leute. Oder die Kerze scheint nur so hell. Was? Seht ihr das? Was ist denn das? Oha! Die Spiegelung hier von der Kerze. Das ist doch ein Mensch. Passiert da was? Nee, der verschwindet wieder. Leute, ich habe mir das garantiert nicht eingebildet. Da oben bei der Kerze, seht ihr die, die an der Klippe steht? Also entweder... Okay. Aber da muss man schon wirklich... Hier ist schon wieder diese... Wie das so Autoschrottteile. Also ich glaube, seine Frau ist, wie gesagt, schon zum dritten Mal jetzt überfahren worden. Gestorben. Er selber extrem am Leiden, am Trauern. Boah, was da für Zeichnungen in den Berg reingeritzt worden sind. Da waren chemische Zeichnungen am Becher, in der er mir den Kaffee einschenkte. Klebrig am Griff, wo seine Hände zitterten. Er arbeitete für ein Pharmaunternehmen mit dem Firmensitz am Stadtrand von Wolverhampton. Er war von einer Verkaufstagung in Exeter zurückgereist. Sie machten einen Businessplan, um säurebindenden Joghurt am europäischen Markt loszuwerden. Du konntest den Zusammenhang mit deinem Finger nachzeichnen, die Punkte verbinden und gänzlich neue chemische Verbindungen wurden für die Tätigkeit herbeibefohlen. Jetzt fängt schon wieder so eine gruselige Musik an. Von hier kann ich meine Armada sehen. Ich sammelte all die Briefe, die ich dir schicken wollte, falls ich es jemals ans Festland schaffen würde. Aber stattdessen hatte ich sie auf dem Boden meines Rucksacks gesammelt. Und ich verstreute sie entlang des verlassenen Strandes. Dann nahm ich alle einzeln auf und faltete sie zu Booten. Ich klappte dich in die Falten zusammen und dann, als die Sonne am Untergehen war, setzte ich die Flotte zum Segeln an. Zu 21 Teilen geborsten, übergab ich dich dem Atlantik und saß hier, bis ich gesehen hatte, dass alles von dir versunken war. Schon traurig irgendwie. Das sind die Boote, wovon er geredet hat. Hier sind Eier.
Okay. Okay, jetzt müssen wir da hoch. Oh, meine Ohren tun weh. Kennt ihr das, wenn ihr Kopfhörer zu lange aufhabt und das tun, obwohl sie nicht wirklich stark, also fest zudrücken, irgendwann tun halt die Ohren trotzdem weh. Also das ist wirklich so eine Art Radioturm oder so. Ist noch ein Stück dahin. Je nachdem, ob wir, wie schnell wir durchkommen. Ich meine, wir sind ja auch von genau unter dem Ding rausgekommen. Ich werde mein Bein hinter mir her schleppen. Ich werde es wie einen geknüllten Kleinwagen schleppen, Reifen gepumpt und zündend durch die trübenden Lichter meiner Vision. Mir gehen die Schmerzmittel aus und ich folge dem Flackern des Mondes nach Hause. Als Paul auf der Straße nach Damaskus tot umfiel, haben sie sein Herz mit dem Starthilfekabel aus einem zerknüllten Kleinwagen neu gestartet. Es brauchte 21 Versuche, um es zum Aufwachen zu überleben. Da bei der Kerze. Da hinten rechts. Seht ihr das? Da steht was. Oder da steht jemand. Da. Da nicht hoch. Ja gut, okay. Also es gehört wahrscheinlich echt dazu, dass hier ab und zu wie so Art Geister stehen. Ich habe meine Reise in einem Papierboot ohne Boden begonnen. Ich werde in ihm zum Mond fliegen. Ich wurde entlang einer Falte in der Zeit gefaltet. Eine Schwäche im Blatt des Lebens. Nun siedelst du auf der gegenüberliegenden Seite des Papiers. Ich Jetzt kann deine nicht Spuren in der Tinte sehen, die Fasern durchdringt. Diese breiige Vegetation. Wenn wir Wasser durchtränkt werden und der Käfig sich auflöst, werden wir uns vermischen. Wenn dieses Papierflugzeug den Klippenrand verlässt und parallele Kondensstreifen im Dunkeln schnitzt, werden wir zusammenkommen. Okay. Anscheinend sind wir auch noch verwundet. Das haben wir ja vorhin gehört. Sein Bein irgendwie gebrochen oder sehr stark verletzt. Und er schleppt sich jetzt nur noch so schleppend voran. Okay, ist nicht mehr weit. And was kam. Okay, keine Ahnung. Wenn nur Donnelly das erlebt hätte, er hätte realisiert, dass er seine eigene Küste war. So wie ich es bin. So wie ich zu dieser Insel werde, so wurde er zu seiner Syphilis. Kein Sinn. Den brennenden Synapsen nachgebend, den Steinen, der Infektion. Boah, ist die hell, die Kerze. Nicht normal. Aber auch die anderen jetzt. Vielleicht, weil wir immer näher kommen. Wieder ein Haus. Die Steine in meinem Bauch werden mich nach unten ziehen und sicherstellen, dass mein Abstieg echt und unmittelbar ist. Ich werde den Nebel dieser gottverlassenen Pillen durchbrechen und Klarheit erlangen. Alle meine Funktionen sind gehemmt, alle meine Adern sind gewürgt. Falls mein Bein nicht abfault, bevor ich den Gipfel erreiche, wird das ein Wunder sein. Da sind 21 Anschlüsse im Schaltkreis der Druckluftbremsanlage. Da sind 21 Möwenarten, die diese Insel bewohnen. Es sind 21 Meilen zwischen der Sandfahrtkreuzung und der Ausfahrt nach Hause. All diese Dinge können nicht, werden nicht ein Zufall sein. Fängt an zu stürmen hier oben, ha? Scheint wohl der... Oh, mega. Guckt, was wir alles gelaufen sind. Das ist immer so cool, wenn man wandert. In den Bergen oder so. Man sieht von weiter weg, was man alles gelaufen ist. Da unten sind wir rausgekommen und dann am Wasser entlang. Wo wir von der Kerze die Spiegelung so gesehen haben. Und das war so eine Art Mensch. Mega.
Es ist aber nicht mehr weit. Ich habe diese Gewässer ausgehoben für die Knochen des Einsiedlers, für die Spuren von Donnelly, für irgendein Zeichen von Jacobsons Herde, für die leere Flasche, die ihn belasten würde. Ich habe diese Autobahnstrecke 21 Mal gereinigt, versucht, die Flugbahn zu rekonstruieren, den Punkt, wo sein Herz tot stehen blieb und alles, was er sah, der Mond über der Sanford-Kreuzung war. Er war nicht betrunken, Esther. Er war überhaupt nicht betrunken. Und es war nicht seine Schuld. Es waren die zusammenlaufenden Linien, die ihn verdammten. Das ist kein natürlicher, dokumentierter Zustand. Die Möwen fliegen nicht so tief über der Autobahn und veranlassen ihn auszuweichen. Die Farbe in Linien wie von seinem Wagen weggescheuert, wie eine Infektion, direkt aufs Herz zielend. Oh, ich verstehe das nicht wirklich, was der uns sagen will. Wir sind da, jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich echt mal gespannt. Wir werden Kondensstreifenpaare in der Luft hinterlassen, weiße Linien, in diese Steine geätzt. Liebe Esther, ich habe mein Eigentum verbrannt, meine Bücher, diese Sterbeurkunde. Meine wird überall auf dieser Insel geschrieben. Wer war Jacobson? Wer gedenkt seiner? Donnelly hat von ihm geschrieben, aber wer war Donnelly? Wer gedenkt seiner? Ich habe gemalt, geschnitzt, gehauen, eingekerbt in diesen Raum, alles, was ich aus ihm ziehen konnte. Da wird ein anderer auf diesen Küsten sein, um meiner zu gedenken. Ich werde vom Meer auferstehen wie eine Insel ohne Boden, zusammengekommen wie ein Stein, eine Antenne werden, eine Signalstation, dass sie dich nicht vergessen. Wir wurden hier immer hineingezogen. Eines Tages werden die Möwen zurückkehren und in unseren Knochen und unseren Geschichten nisten. Ich werde zu meiner Linken schauen und Esther Donnelly sehen, neben mir fliegen. Ich werde zu meiner Rechten schauen und Paul Jacobson sehen, neben mir fliegen. Sie werden weiße Linien hinterlassen, in die Luft eingeritzt, um das Festland zu erreichen, wo Hilfe gesandt wird. So, meine lieben Freunde, das war Dear Esther gewesen. Ein wirklich gutes Spiel. Wirklich, wirklich gutes Spiel. Hat mir gut gefallen. Tolle Atmosphäre. Auch wenn ich zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen Schiss hatte, aber war ja total unberechtigt gewesen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich denke, ich werde das in
an einem Stück hochladen. Vielleicht mache ich zwei Parts drauf. Ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen. Aber ihr werdet es ja dann sowieso sehen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben oder einem kleinen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Support für junge YouTuber oder neue YouTuber ist extrem schwierig zu bekommen. Und ansonsten seht euch auch meine anderen Videos an. Und ich wünsche euch sonst noch einen schönen Abend. Bis dahin, haut rein. Ciao.